Hallo zusammen, hier ist Regina und das ist mein für mich persönlich lang ersehntes Video zum Thema Lob der Disziplin. Ich kann leider nach wie vor nicht aus eigener Erfahrung sprechen, was Disziplin betrifft. Und ich kann mit euch leider nach wie vor keine Tipps und Tricks teilen, wie ich diszipliniert meinen Lebensweg bestreite. Was ich machen kann, ich kann mit euch meine Gedanken zu dem Thema teilen und ich kann euch am Ende dieses Videos verraten, was mir stattdessen hilft, im Leben voranzukommen, wo ich es eben mit Disziplin nicht so drauf habe, beziehungsweise auch zum Teil nicht so drauf haben möchte. Und warum? Und zwar, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Disziplin für mich aus dem Schimpfwort ein Lobwort geworden ist? Ich glaube, zum Teil hat es wirklich damit zu tun, dass ich Ende Dezember beschloss, so eine Art McFit-Monat zu starten, weil meine Mitgliedschaft bei McFit gekündigt wurde zu dem Zeitpunkt zum Ende Januar. Und ich habe gedacht, okay, wie wäre es, wenn ich einmal im Leben versuchen würde, wirklich McFit jeden Tag von innen zu sehen, zum Ersten, und zum Zweiten nicht nur von innen zu sehen, sondern da auch zu trainieren. Und das habe ich dann 3 Wochen lang gemacht und Experiment nur aus dem gesundheitlichen Grund abgebrochen, weil es sich eben nicht gut mit meinen Yoga-Praxis vertrug. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass es wirklich kontraproduktiv ist, auf Teufel komm raus, das Ganze weiterzuführen. Aber in der Zwischenzeit könnte ich doch durchaus positive Effekte bei mir feststellen. Und zwar nicht nur in dem, was Umfang von meinem Bizeps oder Trizeps oder Quadrizeps betraf, sondern eine Auswirkung auf den Charakter. Ich habe festgestellt, dass ich es genossen habe, so eine Art Imagewandel zu erleben. Also die Eigenvorstellung, also die Vorstellung von meinen eigenen Charaktereigenschaften, Charakterstärken bzw. Schwächen hat sich total geändert, weil ich festgestellt habe, okay, ich kann die Sache durchaus durchziehen. Und zwar nicht so mit Gewalt, sondern ich kann es mal durchziehen und genießen. Also sprich, ich kann doch ein zuverlässiger Mitglied unserer Gesellschaft werden. Irgendwann, hoffentlich. Man darf ja nicht vergessen, dass McFit ein super tolles, aus meiner Sicht, Konzept 24/7 anbietet. Was heißt, ihr könnt zu jeder erdenklichen Tages- und Nachtzeit trainieren. Ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, wenn ich mir vorgenommen hätte, nicht nur jeden Tag trainieren zu gehen, sondern auch zu bestimmten Zeitpunkt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es für mich so einen Kipppunkt gäbe. Nichtsdestotrotz, wir sprechen jetzt weniger über McFit-Experiment und mehr über Disziplin. Und Disziplin habe ich in diesem Fall definitiv bewiesen. Wahrscheinlich nicht in dem Umfang, in dem es die Menschen gewöhnt, sich zu bringen, die wirklich von Haus aus es gelernt haben, so, ich habe mir irgendwas vorgenommen, ich ziehe es jetzt durch. Aber für mich war das enorm. Also das war für mich wirklich eine spannende Erfahrung gewesen. Und ich habe festgestellt, dass vieles im Leben viel leichter sein kann, wenn wir bestimmte Sachen einfach routiniert machen. Einfach mal so nach dem Motto, ich habe es einmal entschieden und solange ich keine andere Entscheidung getroffen habe, ziehe ich die Sache durch, ohne Wenn und Aber, weil ich von klein auf gewöhnt war, die Sachen zu hinterfragen, darüber zu philosophieren, mehrere Gesichtspunkte, mehrere Gedenkpunkte für mich selber zu benennen. Das war bei uns in der Schule sehr hoch geschätzt. Im Literaturunterricht war ich absoluter leuchtender Stern damit gewesen.
Aber im einfachen Leben, in normalem, in alltäglichen Leben ist es oft problematisch, wenn er jede Kleinigkeit von 10 verschiedenen Standpunkten aus betrachtet. Es ist oft viel sinnvoller, für sich einfach zu sagen, okay, das ist ein Teil meiner Routine und das mache ich jetzt einfach. So, warum bin ich dennoch nur beim theoretischen Lob der Disziplin geblieben? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich wirklich vor einer gewissen Zeit eine Entscheidung getroffen habe, die ich weiß nicht, ob jeder jetzt verstehen würde, was ich sagen möchte, aber ich habe eine Entscheidung getroffen, meine alten seelischen Lasten zu verarbeiten. Das heißt, ich habe gemerkt, dass meine kognitive Vorstellung von dem, was mir gut tut, was für mich sinnvoll ist, was auch sehr von der Gesellschaft geprägt würde, oft mit meinem Seelenleben nicht konform ist. Also sprich, meine Seele verlangt nach anderen Lösungen, als ich es vom Kopf aus mir ausdenken würde. Und Disziplin bedeutet für mich eine Hingabe zu dem, was ich mal entschieden habe. Und in dem Sinne habe ich keine Disziplin. Was ich aber all denjenigen verraten möchte, als mein eigener Trick, die sich auch nicht festlegen wollen, aus welchem Grund auch immer, aber sagen, okay, wir wollen uns doch kontinuierlich in eine bestimmte Richtung bewegen, es euch einfach mal mit einer oft von mir erwähnten Dils-Pyramide auseinanderzusetzen und also googelt das einfach mal und einfach mal für sich selber eine Mission oder die höhere Idee zu hinterfragen. Okay, wozu bin ich auf dieser Welt? Sprich, was ich festgestellt habe, wenn mich zum Beispiel NLP fasziniert oder wenn ich bei Zumba super gern mitmische oder bei Nia oder beim Kickboxen eben mich auspower beziehungsweise immer wieder neue Menschen kennenlerne beim Sparring. Es macht mir so viel Spaß, dass ich gar keine Disziplin dafür brauche. Ich gelte in beiden meinen Sportvereinen als sportsüchtig. Ich möchte jetzt nicht differenziert auf diese Frage eingehen, bin ich sportsüchtig, ja oder nein? Also aus meiner Sicht nicht, weil ich mache nichts ich breche nichts übers Knie. Ich mache nur das, was mir Spaß macht. Aber das macht mir eben Spaß und das macht mir Spaß in dem Umfang, was wahrscheinlich schon so an Leistungssport irgendwann heranreichen würde, wenn mein Zeitplan sich angependelt hat. Dann werden es 3 bis 4 Stunden täglich sein, die ich im Sportstudio verbringe, beziehungsweise mich dann aktiv bewege, in einem oder anderen Kurs. Und ja, ich bin ja fast 40 und deswegen finde ich, es ist schon so ein Standard, wo manche Menschen sagen, oh, da musst du dich bestimmt ganz dolle quälen. Nö, tue ich nicht. Ich mach's mit Liebe, ich mach's mit Spaß, ich mach's mit Hingabe und dann funktioniert es auch super. Und irgendwann hoffe ich, so einen Mittelweg zu finden, dass meine Mitmenschen einfach nicht auf meinen Schub von Hingabe warten müssen. Und beziehungsweise, wenn ich sage, okay, ich habe mir jetzt was vorgenommen zu machen und ich mache das zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil es eben in der Gesellschaft so gefordert wird. Momentan bin ich noch nicht da. Aber ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg dahin, weil ich es immerhin geschafft habe, jetzt dieses Video mit dem Titel Lob die Disziplin zu drehen. Und ich lade es gleich hoch und das macht mich absolut glücklich. Ich habe sehr lange darauf hingearbeitet, mit sehr viel Elan, mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Hingabe, aber mit sehr wenig Disziplin im ursprünglichen Sinne. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten wünsche ich euch trotzdem alles Gute, wahrscheinlich ein paar bessere Videobeiträge von anderen Bloggern. Viel Liebe, viel Spaß, viel, weiß ich nicht. All das, was ihr euch selber wünscht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.